Ja, sieht gut aus. So. Wir sind immer noch sehr tief, ne? Glowstone. Tja, wie machen wir das jetzt? 2, 3, hupsi. 4. Weg. Ja, guck's dir an. This is authentic. The most authentic thing I ever builded. So. Sieht sehr unnatürlich aus und weist den Weg dort entlang. Und dann brauchen wir hier unten natürlich noch eins. Ein sehr unnatürliches. Vor allem, das ist hier alles so ein tief, aber trotzdem hat es mich so aufgehalten. So, wir kommen ja dann von da so runter, genau hierher. Und hier auf die Ecke. Quasi hier. 1, 2, 3, 4. Ja, passt. Bauen wir auch so. Oh. Alter. Rabützen. So, auch so ein Wegweiser, der uns da lang schickt. Und hier ist ja alles ausgebaut. So, noch Licht und da finden wir unseren Ausgang. So. Jetzt müssen wir hier mal... Genau, der weist uns in diese Richtung. Müssen wir uns die Sache hier mal angucken. So, auf jeden Fall jede Menge Glowstone. Was mal für sich genommen, an sich und überhaupt schon mal nicht das Verkehrteste ist. So, das können wir hier oben mal zumachen. Aufhören rumzuwobbeln. So. Ich glaube, wir schaffen es heute sogar, die ganze Playlist zu hören. Oder die Festplatte ist vorher voll. Das kann natürlich auch jetzt noch nicht in die Lava treten. Vorsicht, Vorsicht, nicht in die Lava treten. Was sagte ich? Ich sagte doch, wir machen nicht so einen Tageslichtsensor, weil ich keinen Bock habe, tagelang hier auf der Suche nach so einer Quarzader hier unten rumzugeistern, oder? Irgend sowas habe ich doch gesagt. Vergiss es, was ich gesagt habe. Okay, es liegt hier... Ich dachte, es liegt nur in Festungen rum. Ach, mein Gott. Liegt es hier einfach fast überall rum? Naja, fast überall ist auch übertrieben, aber... Also nach der Menge an Zeug, was wir hier schon heute weggekloppt haben, ist fast überall die Untertreibung des Jahrhunderts. Aber auf jeden Fall nicht so selten, dass man nicht drüber stolpern könnte, wenn man hier ein bisschen rumrennt. Ja, und da vorne, warte mal, ich bin doch hier durch. Das muss ich jetzt immer kontrollieren. Man sieht die Dinger so scheiße. Sie sich überhaupt nicht vom Hintergrund abheben. Ich habe jetzt auch keine Workbench bei. Aber Netherquarze habe ich. Da muss man einfach in die Richtung latschen, wenn da schon mal so ein Pfeil rumsteht. So, aus aktuellem Anlass. Hier noch so ein Pfeil, der uns da hinten zum nächsten verweist. Ne? So, da können wir ein bisschen hoch. Hier ist Seelensand. Noch mehr Seelensand.
Wir sind ziemlich weit unten, ne? Muss ja sein, wenn wir unterm Lavateich rausgekommen sind. Ja. Also irgendwie da so hoch mal. Ja, nee, der hilft uns hier nicht. Der hat einen Freund gebracht. Knuff. Knuffen. Oh, eine Höhle gibt's hier. Hättet ihr damit gerechnet, dass es hier eine Höhle gibt? Also ich nicht. Ich bin doch nur eine Ratte. Es müsste doch hier total dicht beieinander alles liegen. So, finde ich bestimmt irgendwie ein Wither-Festungsding da. Na gut, wäre auch mal was. Aber dafür kämpfe ich im Normalfall in Minecraft zu wenig. Dass so ein Wither-Dings da wirklich irgendwie cool wäre für mich. Oh, Netherquarz, jede Menge. Soul Sand. Echt? Oh, oh. Nicht gut. Es ist halt so irgendwie Welt in Watte einpacken, ne? Damit man sich nie wehtut. Ach ja. So. So, so, so. Also auf jeden Fall haben wir jede Menge Netherquarz jetzt schon mal. Wenn ich hiermit fertig bin. Mit dem, was ich gerade tue. Das ist schon mal cool. Und das heißt, weil, dass wir hier unten auch auf jeden Fall in einem neuen Chunk sind. Ne? Weil in dem Chunk, wo wir vorher waren, gab es kein Netherquarz. Wir sind ja jetzt auch in eine bestimmte Richtung da raus aus der Höhle. Und da wir wissen jetzt, wo wir ungefähr unter diesem... Oh, neues Level. Da wir jetzt wissen, wo wir ungefähr unter diesem blöden See gelandet sind, könnte man jetzt noch versuchen, von da aus in die andere Richtung rüber zu graben. Ich glaube, das machen wir aber nicht mehr heute. Also, beziehungsweise vielleicht doch noch für euch heute. Also auf jeden Fall nicht mehr in dieser Aufnahme, ne? Und das Aufnahmeende markiert ja für mich auch immer ein Folgenende. Deswegen gehabet euch wohl an dieser Stelle und ich verlasse euch. Nein, so schnell werdet ihr mich nicht los. Ich hole jetzt mir noch die Netherquarz. Kannst aber wissen. So. Und ja, ich werde wahrscheinlich nicht... Ach doch. 47 hätten wir schon. Mein Gott, ist das Zeug häufig. Also ich dachte, das wäre ultra selten, aber dass die hier unten überall so rumsprießt. Mann. Ja, Minecraft-Wiki lesen, habla, habla. Ich lass mich lieber überraschen. Pah. Und ja, es ist jetzt nicht so gut, wenn hier ein Gast auftaucht, aber die schwirren ja ganz woanders. Also man hört sie hier zwar sehr stark, aber sie haben hier nicht viel zu melden, glaube ich, gerade. So, runter wieder eins. Sie machen zwar ordentlich Radau gerade, aber so wirkliche Bedrohungen scheinen sie jetzt für mich hier unten nicht zu sein. Wir sind so tief unten, dass sie da nicht hinwollen. Hier ist doof. Aus Gastsicht ist hier doof. So, die Hoffnung und die bestirbt bekanntlich gleich vor dem Phrasenschwein, in das ich jetzt wieder einzahlen darf. Shift-Taste nicht versagen.
Das wäre echt scheiße. Ich finde, gut für euch wäre es wahrscheinlich eher belustigend. Ihr wollt ja bei den Thrill, Mord, Totschlag. An dieser Stelle empfehle ich wieder den Film Running Man. Wenn man davon zu viel hat, kann man sich da angucken, wo denn die Reise so final hingehen könnte. So gesamtgesellschaftspolitisch und überhaupt gesehen. Und dass dieser Kerl es geschafft hat, Gouverneur zu werden, ist sowieso immer fraglich. Gut, dann hätten wir das ja jetzt auch geklärt. Müssen uns jetzt gleich hier noch ein bisschen nach oben bauen. Schön. Ganz, ganz viele Nita-Quarze. Schön, 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 schön. Was machen wir hier drin? Und hier war ja... Ach nee, da, warte mal. Hier ist jetzt auch... Irgendwie nicht wirklich viel weiter. Gut, hier ist auch alles abgesucht. Erstmal wieder was essen. Und so beschwingt, wie die Musik gerade ist, versuchen wir wieder nach Hause zu finden. Ganz beschwungen. Ganz Meschugge von dem, was uns hier so Meschugge gemacht hat. Och, sind hier viele gespawnt. Jetzt da natürlich auch noch, also wenn es gerade so auf dem Weg liegt. Ich könnte jetzt die bessere Spitzhacke holen. Also wir werden jetzt uns ein bisschen wieder im Neta aufhalten. Das hatten wir ja schon mal für 10 Folgen oder so. So, alleine das hier wird wahrscheinlich schon 5 sein. Mit schweigsamem Graben durch den Neta. Also durch Never Rocks Neta Stein. Reicht's. So, ich mit euch. Ja, das da oben kann kleben bleiben. Das holen wir uns so. Mann, mal. Habe ich schon erwähnt, dass mir alles wehtut von dem scheiß Presslufthammer? Also auch wenn ihr wieder Folgen ausgelassen habt. Wisst ihr spätestens jetzt, das war eine Aufnahme. Ja, ja, so cool ist das mit den Aufnahmen. Aber gut, der Weg geht jetzt. Ich gehe ja runter und gehe dann darüber. Ich bin jetzt echt da in der Mitte von diesem scheiß See rausgekommen. Und weil er oben und mich nirgendwo hinsetzen konnte, weil damit nichts war, landete ich unter dem Teich. Das heißt 50 Kilometer in diese Richtung graben und dann irgendwo rauskommen. Es ist noch die Frage, wie die Orientierung der Portale zueinander ist. Aber es ist in der Seitenwand, das heißt, es steht hier eigentlich in einer anderen Achse. Und hier tropft es überall. So vertrauenserweckend. Huge Geronimo! Ja. Tschüss, Nita. So. Was? Wie? Endermann? Der jippte hier doch durch die Gegend. Ich hab's doch eben genau gehört. Jip, jip. Ja, also Glowstone Powder ist okay. Netherquarze sind auch okay. Seelensand ist auch wunderbar. Bloß diese Netherracks. Da weiß ich nicht so ganz, wohin mit dem Rotz. Ach, machen wir das erstmal hier oben irgendwo rein. So. Pilze. Pilze können wir auch in die Stuffkiste und 62 Netherquarze. Und ich dachte, das Zeug wäre so selten. Naja, dann würde ich mal sagen, wir hören uns gleich für dich sofort quasi am nächsten Tag in der nächsten Aufnahme, wenn es denn wieder heißt Let's Play Minecraft. Das war ich für euch, also für dich und für dich. Aber für dich nicht. Ja, schauen wir mal. Ach, jetzt wieder mit Nether rumblödeln. So, warte mal. Also, nicht hier rein spawnen, blöde Endermänner.
Die Decke absenken. So, weil, ne? Weil. Gehen wir mal davon aus, von der Theorie her. Ich habe schon aufgenommen, bevor ihr das überhaupt seht, und eure Kommentare an dieser Stelle werden mir nicht helfen, aber zukünftig vielleicht. Gehen wir davon aus, dass diese Portalstellung, also dass die X- und Y-Achse hier in diesem Spiel gleich der ist, oder die X- und Z-Achse, keine Ahnung, was der Boden ist. Aber Y bei die Höhe. Ist jedenfalls weiß bei 3D-Scheiß so. Jedenfalls, XZ ist gleich im Neta auch, weil das ist ja eine Spiegelung der normalen Welt. Wir gehen da rein. So, das heißt, wenn ich jetzt durchs Portal reite, werde ich ja nicht umgedreht. Also ich gehe jetzt hier so durch. So, ich werde nicht gedreht. Und ich gucke ja jetzt, genau, ich gucke dahin. Das heißt, unsere Heimatbasis müsste in die Richtung liegen. Dann haben wir ja gar nicht so schlecht da oben rausgefunden. Da und dann irgendwo da die Richtung. Müssen wir bloß da lang weitergehen und sind ja jetzt schon wieder zurückgegangen. Gut, dann hätten wir das auch rausgefunden. Das machen wir fürs nächste Mal. Wir nehmen ein bisschen Cobblestone mit, um die ganze Sache hier ein wenig hübscher zu gestalten. Ein paar mehr Feuerzeuge wären auch nicht schlecht. Also in den Bergen regnet es irgendwie häufiger als bei uns drüben im Tal, oder? Ich meine ja nur. Ja, und der Wald muss auch bald dran glauben. Ich habe mir erstmal jetzt Holz mitgebracht, ein bisschen was anderes, damit wir wieder Spaß haben können. Ihr wisst schon, Spaß. Spaß für die Großen. Und für die Kleinen. Und für die da drin, da in der Mitte zwischen. Ja. Hier ist auch erstmal okay. Ich könnte das hier unten alles mit Never auslegen. Wäre es schick rot. Nur so abwechselnd mit Never. Never Beleuchtung wäre auch nicht schlecht. Ach, ich werde. Ich glaube, ich bin müde. Ich glaube, ich verlasse euch jetzt. Also eigentlich, na, verlassen ist ein zu hartes Wort. Ja, aber worüber ich Kommentare haben möchte, natürlich die ganze Zeit, sind die Playlisten. Also ist die Playliste. Ob das jetzt so cool ist oder nicht so cool ist. Wahrscheinlich muss ich sie viel lauter machen. Hier so. Dö. So, dann würde man sie auch hören. Vielleicht muss ich das nochmal besser irgendwie abmischen oder die Musik über einen anderen Kanal in mein Mischpult geben, dass ich das dann... Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein Schlückchen trinken. Und New Optimine Version is available und wir benutzen Singleplayer Commands. Das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Es soll euch eine wohlige Zukunft bereiten. Bis dahin. Bye bye.